Und damit herzlich willkommen, Freunde, zu meinem nächsten Let's Play-Projekt. Jawohl, Freunde, Tenchu Fatal Shadows wartet auf uns. Der noch fehlende Teil der Reihe. Ich habe ja die ersten drei Teile schon durchgespielt. Und, ja. Ach, was freue ich mich auf das Spiel, ey. Ich hatte noch so ein paar Probleme gehabt, wie ich das aufnehmen soll. Aber ich habe sie mit Problemen mittlerweile hingekriegt. Und, ja. Hier ist es nun, an alle Tenchu-Freunde unter euch. Ich habe es euch ja versprochen, dass ihr das noch zu sehen bekommen werdet. Und ja, hier ist es nun. Parallel zu Dune 2000. Immer dienstags und donnerstags. So auch um 17 Uhr. Und ja, wie gesagt, dann ein Level pro Tag mache ich dann immer so. Ne? Genau, Freunde. Ach ja, Tenchu Fatal Shadows. Also ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß nur, dass hier in diesem Teil die Story von Ayame so ein bisschen weitergespielt wird. Und ja, ich habe jetzt leider auch nur die englische Version bekommen. Ich hoffe, das stört euch nicht so. Wobei, Moment mal, ich gehe mal in die Options rein. Hier kommt diese chillige Mucke hier. Ah, hier gibt's aber nichts. Nee, nee, hier gibt's nichts bei den Optionen. Okay. Moment mal, vielleicht hier bei Enzyklopädie, genau, das gibt's hier nämlich auch. Hier gibt's so eine. Genau, hier sind noch so ein paar Einstellungen und hier könnte man jetzt sogar die Sprache ändern. Gibt's hier Deutsch? Na, Japanisch, super. Toll. Das bringt mir jetzt nicht so viel, Leute. Japanisch brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber hier sind auch noch so ein paar Sachen geblockt. Das finde ich sehr interessant. Ja, Freunde, das Menü, das verspricht, das ist schon mal sehr vielversprechend. Oh, Tenchu, Freunde, oh, ich freue mich, richtig freue ich mich. Und ja, wie gesagt, bevor wir jetzt hier noch weiter rumlabern und ihr euch langweilt, würde ich mal sagen, gehen wir direkt mal rein. Story Mode, so. Wir spielen mit Ayame, wie gesagt, es gibt hier noch einen zweiten Charakter. Ich habe das nämlich schon mal ein bisschen angespielt, das Spiel. Es gibt noch Rin, oder Rin, wie er heißt. Den Typen kenne ich aber noch überhaupt nicht, Freunde. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Also wir sehen hier wieder unsere Ayame wieder. Oben kann man mit L1 und R... Ups, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Entschuldigung. Hier kann man mit L1 und R1 hier die Schwierigkeit wechseln auf schwer oder leicht. Aber ich lasse es einfach mal wie immer auf normal, Freunde. Gut, dann würde ich mal sagen, Select. Kommt noch eine schöne Cutscene, genau, ja, stimmt. Oh, warum ist denn die jetzt so langsam? Das ist jetzt nicht so toll. Einen Moment, das muss ich mal gerade kurz überspringen. Es tut mir leid, Freunde. Nee, gehen wir nochmal zurück. Ich bin gerade ein bisschen... Es wird gleich wieder... Es war auch irgendwie auf Japanisch. Ich gehe nochmal kurz zurück. Das wird... Nein, nicht Option. Die Enzyklopädie muss ich. So, genau. Aber war das die... Ja, hier. Steht es noch auf Japanisch. So, Englisch. Bitte. Ich will wenigstens ein bisschen was verstehen. So, gehen wir nochmal rein. Ich verstehe jetzt nicht, warum die Cutscene da auch gerade eben so langsam abgespielt. Okay, besser. Okay. As an agent of Goda, she was charged with watching over the land. More than 300 milestone have passed her by. Billowing smoke, raging fire. Lonely village, pillaged and burned. This is where the path has led. Oh Gott, also die Frames hier, die schwanken hier so ein bisschen. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. The bodies among the ashes catch Ayami's eye. A ninja. Another and another. Intuition or just a hunch? Without knowing why, she is overcome with a sense of urgency. Ayame rushes into the village.
Ah ja, okay. Aber ich habe hier gerade so ein paar Slowdowns. Da muss ich gleich mal schauen. Wegen der Cutscene. Da muss ich gleich mal schauen. Vielleicht muss ich die mit dem Leulo aufnehmen. Also bleibt dran. Das Problem werde ich irgendwie in den Griff kriegen. Gut, was wir aber hier schon sehen. Wir haben hier wieder klassische Item-Auswahl, wie auch bei dem anderen Spiel. Also bei allen anderen Spielen quasi. Wrath of Heaven auch. Und ja, finde ich sehr geil gemacht. Also hier haben wir ja auch wieder die Shurikens, ne? Also die Ninja-Sterne. Dann haben wir hier die Kaltrops. Auf Deutsch Krähenfüße. Ja, wir spielen hier halt die Ninjas, ne? Und jetzt haben wir hier den Giftreis, aber den brauche ich jetzt nicht so. Und ich würde sagen, ich nehme ein paar Shurikens und ein paar Krähenfüße und eine Health Potion mal mit. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, Start. Legen wir direkt mal los hier mit der ersten Mission. Tochter der Hagakure. Wir sollen zum Herz des Dorfs gehen. Dort wartet ein neuer Gegner auf mich und das dritte konnte ich jetzt leider nicht lesen. Ach Mensch. Ah, wie geil, Tenshu, Freunde. Ich freue mich so, ich freue mich. Und für all diejenigen, die das andere Tenshu-Spiel von mir gesehen haben, fällt euch was auf. Die Grafik ist und die Steuerung ist genau die gleiche wie bei Wrath of Heaven. Ja, richtig gut. Ja, richtig nice. Und jawohl. Allerdings, bevor ich jetzt erstmal weiterspiele, Freunde, mache ich hier erstmal ganz kurz einen kleinen Cut rein. Weil ich will gucken, was da mit der Cutscene gerade eben los war. Weil das hat mir nicht so gefallen. Ui, schönes Pausenmenü. Ah, hier kann man es nochmal lesen. Und wir sollen, ja, in den Schatten angreifen, sagen wir es mal so. Gut, Freunde. Gut, dann würde ich mal sagen, mache ich mal hier kurz einen Break und dann schaue ich mal nach. Also bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich wieder. ja, also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Die Aufnahme und so, das hat eigentlich funktioniert soweit. Der Sound, da kann ich mich jetzt auch nicht beklagen. Es ist halt einfach nur dieses eine Video da, ne, was mich da so ein bisschen beunruhigt hat. Und weil da die Frames irgendwie down gegangen sind. Ja, das war irgendwie ein bisschen komisch. So, ach, was freue ich mich hier drauf, ey. Tenshu, Freunde, Tenshu. Das ist schon wieder ein neuerer Teil aus dem Jahr 2004, 2005. Aber, Freunde, macht doch sehr viel Bock. Die Mechanik ist eigentlich die gleiche wie bei Wrath of Heaven auch. Nur die Grafik wurde nochmal minimal erweitert, wie man sieht, unten der silberne Rand um mein Fragezeichen da unten. Und ja, genau, kann ich euch ja erstmal erklären, für die Leute, die das Spiel nicht kennen. ja, Tenshu ist ein Stealth-Adventure-Spiel im Ninja-Style. Im alten Japan spielt das. Und ja, wir haben die Aufgabe, wir sind Ayame, eine Azuma-Ninja. Und wir haben die Aufgabe, alle Feinde von Fürst Goda, das ist unser Auftraggeber, wir müssen die killen, sozusagen. Und, ja, woher wissen wir, wo der Gegner ist? Unten links ist ein Key, beziehungsweise ein grünes Fragezeichen. Das heißt, hier ist ein Gegner in der Nähe, der noch von nichts weiß. Ziel des Spiels ist es natürlich, dass wir unentdeckt bleiben hier. Also wir müssen uns, ja, wie ein Schatten fortbewegen. Das heißt, nicht von den Gegnern entdeckt werden und keinen frontalen Kampf hier liefern. Das bringt nichts, Freunde. Das bringt nichts. So, deswegen verstecke ich mich auch hier die ganze Zeit. Weil es einfach mehr Punkte bringt, wenn man die Leute wie ein Ninja killt. So, kommt die Dame jetzt mal hier hin? Ich glaube, ja, oder? Kommt die Dame jetzt hier hin? Ich sehe es schon kommen, wenn ich dahin laufe gleich. Ja, jetzt, wenn ich dahin laufe, dann entdeckt die mich schon wieder. Das ist doch verdammt. Verdammte Scheiße. Mal gucken, ob ich mich hier verstecken kann. Nein, kann ich nicht. Ja, dann mache ich auch direkt mal hier so einen Kampf jetzt mal, damit ihr das einfach auch mal sieht. Ja, dann Schlag. Oh, Mist. Verdammt. So, dann. Ah, die trifft mich ständig. Ja, das ist halt das Blöde an dem Spiel. Man muss wirklich unentdeckt bleiben.
Man muss wirklich hier unentdeckt bleiben, um die Gegner zu killen. Und, ja, das war jetzt gerade schon wieder eher negativ, dass wir da direkt beim ersten Gegner entdeckt wurden. Aber die hat doch verdammt lange für ihre Route gebraucht, oder, Freunde? Bei den anderen Tenshu-Teilen haben die Gegner eine spezielle Route, die sie ablaufen. Das heißt, die bewegen sich immer nach dem gleichen Muster. Was man jetzt hier nicht so sagen kann auf den ersten Blick. Ja? So, da ist der nächste Gegner. Alles klar, dann mach hier mal. So, jetzt sehen wir mal den anderen Ninja-Kill hier. So. Spinning Blade heißt der. Also das war jetzt gerade ein Kill von der Seite. Und ach ja, stimmt. Wir müssen ja auch noch diese Dinger hier einsammeln, ne? Was hat es mit denen nochmal auf sich? Ich weiß es nicht, Freunde. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir das sagen, was das mit den Dingern da auf sich hat? So. Ich glaube... So, es gibt hier verschiedene Kills, also verschiedene Stealth-Kills. So, da sind zwei Gegner da unten. Das ist schon mal erhöhte Schwierigkeit wieder. Die verschiedenen Stealth-Kills ist halt, wie man steht, wenn man den Gegner killt. So, die wird jetzt wahrscheinlich den Typen da hinten sehen und dahin laufen. Und dann total ausrasten. Oder? Machst du was? Oder drehst du dich wieder um? Du drehst dich wieder um, alles klar. Ja gut, dann kann ich dich ja so killen. So, jetzt können wir... Zack! Der Kill von hinten. Das sind die gekrossten Schwerter. Also die gekreuzten Schwerter, Freunde. So, ich glaube, die Dinger muss man auf Zeit einsammeln, ne? So, und ja, also es ist ein Ninja-Adventure-Spiel, ein Stealth-Adventure. Und, ein sehr gutes. Also wie gesagt, wie ihr gehört habt, ich habe schon drei Teile von dem Spiel durchgespielt. Und ja, jetzt kommt halt der vierte und dann denke ich mal auch der letzte Teil der Reihe. Und ja, genau. Da unten rennt noch so ein Ninja rum. Die Ninjas, die sind krass hier. Also wenn man sich hier von denen entdecken lässt, dann hat man so ziemlich die Arschkarte. Also ein offener Kampf ist zu vermeiden hier. Definitiv. Und so, dann lauf mal schneller und kill den mal bitte für mich. So, zack. Jawoll, Freunde. Cross Blades wieder hier. Aber ich glaube... Ah, hol mal die Sachen da. So, die lassen nämlich immer was fallen, die Gegner hier. Auch wenn man die... aber ich glaube, nur wenn man die Stealth killt. Ich glaube, ich habe hier hinten noch was vergessen. Ich habe nämlich das Level noch schon mal angespielt. Ich habe hier hinten noch was vergessen. Da ist nämlich noch so ein Bereich hier, wo ich noch gar nicht... Kann ich das hier irgendwie aufmachen? Nein. Seht ihr das da hinten? Da ist noch so eine Treppe. Da würde ich jetzt nochmal ganz gerne kurz hingehen. Und ach, Tenshu, Freunde. Fatal Shadows. Richtig gut, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal ans Tenshu spielen komme. Auf meinem Kanal. Finde ich mega episch jetzt gerade. So, da haben wir doch was gefunden. Ihr seht ja. Zwei Medipacks. Also die Items, das habe ich ja gerade erklärt. Ne? Das sind Shurikens, Ninja-Sterne. Dieser Reis hier. Kann ich euch mal zeigen. Das ist ein kleines Medipack. Das heißt, das heilt 30 Energiepunkte heilt das. Und das ist schon mal richtig gut, ein richtig gutes Item da. Und wie ihr seht hier, dieses Ding. Wir spielen im alten Japan, Freunde. Japan ist ein richtig cooles Land, ja. Die machen einfach die besten Spiele und haben einfach die besten Technologien da. Ah, schaut mal, Freunde. Das hier, was ich jetzt hier gerade aufgesammelt habe, das ist eine Rauchbombe, dieses Item. Das hier, das ist eine Rauchbombe. Das heißt, wenn wir die auf Gegner schmeißen, ist der Gegner verwirrt und kann und hustet erstmal eine Runde. Und, das hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Und, ja, dann kann der, ist der Gegner erstmal außer Gefecht gesetzt und man kann ihn angreifen. So, aber was... Moment mal. Man muss sich hier nämlich immer anschleichen, damit man halt, wie gesagt, nicht entdeckt wird. Irgendwo hier läuft einer. Irgendwo hier läuft ein Gegner rum, aber ich sehe keinen. Das ist die blödeste Situation, die man haben kann hier, wenn man die Gegner einfach nicht sieht.
Aber ich weiß, dass hier zwei rumlaufen, ja, das weiß ich noch. Da habe ich nämlich beim Probespielen, wurde ich da einmal entdeckt. So. Da ist der eine. Alles klar. Der hat sich umgedreht. Und da können wir den jetzt killen. So, zack. Das ist schon mal gut. Crossblades. Die Cutscenes kann man auch abbrechen mit Kreis, habe ich jetzt euch gerade mal gezeigt. Oh, da habe ich das aus Versehen. Aus Versehen, Freunde, weil ich die Steuerung noch nicht so ganz drauf habe. Naja, wobei doch eigentlich schon. Es ist nur, bei mir sind halt die L1 und R1 Tasten irgendwie vertauscht. Keine Ahnung warum. Und, so, oh, das war zu weit gerollt. Ja, shit. Komm. Komm, lauf schneller, Ayame. Lauf einfach weg. Komm. Einfach im Kreis. Verdammt. Ja, das ist das Blöde bei den Gegnern hier. Die sind schneller als man selbst. Und die rennen auch hinter einem her. Also das ist richtig nervig, wenn man entdeckt wird. Okay. So. Was macht die denn jetzt? So, was macht die jetzt? Müssen wir beobachten jetzt mal. Da ist sie. So. Wenn jetzt die Leiche hier sehen würde... Oh, es hat wieder kurz ge... Oh, das ruckelt. Was ist hier los gerade? Einen Moment. So, zack. Mach mal den Kill. Silent Scream. Das war ein anderer Kill. Der leise Schrei. Freunde. Das war, glaube ich, der Kill von der anderen Seite. So, dann gucke ich mal auf die Karte. Ja, wir sind schon bei fast der Hälfte der Mission angekommen. Aber erste Mission und direkt so ein Schwierigkeitsgrad. Das ist schon... Kann ich da rein? Nee, kann... Ah, hier oben ist was. Schaut mal. Hier liegen auch Health Potions rum. Ja. Was ist das? Was ist das denn hier? Ach du Scheiße, Freunde. Das habe ich ja gar nicht gesehen beim Anspielen. Da hängt ein Typ. Haben die erhängt hier, okay. Ach du Scheiße. Ist das jetzt hier ein Horrorspiel oder was? So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss jetzt in die Richtung da vorne. Alles klar, irgendwo hier muss was sein. Ist das hier? Moment, guck nochmal auf die Karte. Ich drücke immer Pause, das ist... Na nee, hier. Hier irgendwo ist was. Hier oben, da hängt auch wieder so ein Typ. Also was die Gegner hier machen, das ist schon brutal. Und, so, dann würde ich mal sagen, Freunde... Weiter geht's. Ach ja, wie gesagt, ein richtig... Oh, da ist einer. Da ist noch einer. Ich habe was mitbekommen. Ich habe, glaube ich, mitbekommen, dass wenn man zwischen zwei Gegner hier springt... Oh Mann, warum hängt das denn jetzt so komisch? Wenn man zwischen zwei Gegner springt, dass die dann beide killt. Ist das hier wirklich so? Weil das würde ich mich dann jetzt nämlich trauen. Ah, nein, aber nicht so. Nicht so, um Gottes Willen. Nicht so. Ah, verdammt. Verdammt. Schneller, geh da hoch. Verdammt. Scheiße. Aber nicht so, Freunde. Oje, oje. Okay. Okay. Für die einfach mal nach oben gucken. Krass. Ja, das ist schon etwas anspruchsvoller, auch als Wrath of Heaven. Auf jeden Fall, das ist anspruchsvoll hier. Das ist nicht leicht, absolut nicht. Wie gesagt, ich kenne das Game nicht. Ne? Also habt ein bisschen Nachsicht, wenn ich jetzt hier öfter entdeckt werde. Aber ich will im ersten Level auch einfach mal ein bisschen ausprobieren und... ja, einfach mal gucken, weil dass die... Aha, was macht der da? Okay. Weil dass die dann die Leute killt, wenn man zwischen denen steht. Das wäre jetzt hier einfacher, ne? Boah. Erstes Level und direkt so eine heftige Schwierigkeit. Das ist schon krass, finde ich. Das ist schon krass. So, aber wie müssen die Gegner stehen? Das ist ja auch die Frage. Also die dürfen mich auf keinen Fall entdecken halt, ne? Ah, Mann, warum... Was ist hier los mit meinem PC? So, jetzt kann man das eigentlich machen. Killt ihr jetzt beide? Ist das so?
Nee, leider nicht Crossblades. Okay, dann kill den halt so. Keine Ahnung, wie das funktioniert mit beide killen, ja. Wenn ihr das seht und das wisst, sagt mir das bitte. Weil ich will das können. Weil zwei auf einmal killen, das ist schon mega episch. So, bin ich jetzt hier richtig? Ja, bin ich. Sehr gut. Alles klar, dann... Das ist wieder so Tenshu-typische enge Gänge hier. Oh, da haben wir Glück gehabt gerade. Da haben wir Glück gehabt. Ja, die Charaktere hier, das sind die gleichen wie aus Wrath of Heaven, ne? Sehe ich gerade hier diese Frauen. Die hatten wir bei Wrath of Heaven auch. So, die geht da hinten hin. Aber ich traue mich jetzt gerade irgendwie nicht dahin zu laufen. Ich habe keinen Bock, wieder entdeckt zu werden. So. Toll, jetzt hätte ich schon zweimal hinlaufen können und die killen können, aber... Sicherheit geht vor hier. Sicherheit geht vor. So, die hat auch da hinten so komische High Heels an. Krass. Und, ja. Wie gesagt, Freunde, ich freue mich auf das Spiel, wirklich. Auch wenn ich hier nicht der beste Tenshu-Spieler bin. Definitiv nicht. So, das wäre jetzt mal der Kill von unten. Also sind aber trotzdem die Crossplays. Okay, alles klar. Aber es macht mir halt Spaß und... Ja. Seht's mir nach, wenn ich hier ein paar Mal entdeckt werde. Das ist... oh Mann! Das ist leider Teil meines Spiel-Levels, sag ich einfach mal so. Meine Skill-Levels. Ich bin nicht der beste Spieler, nein. Oh, schaut mal da. Da sind wieder zwei. Wie ging das? Wie geht das? Mit den zwei auf einmal. Na, das war der Kill von oben. Das ist der Kill von oben. Ah, jetzt sieht er mich natürlich. Twisting Fangs, aber... Na, dann... Das sind eigentlich ziemlich einfache Gegner hier, diese Wachen. Die sind ziemlich easy. Schaut mal, die können nix. Die können gar nichts hier. Aber ich wüsste wirklich gerne, wie das funktioniert mit den zwei Gegner auf einmal killen. So. Kann man das hier auch irgendwie anders wegstecken, als immer so schlagen? Nein, okay. ja. Wie gesagt, also, wer's kennt das Spiel, schreibt mal in die Kommentare rein. Bitte. Wie das funktioniert da. Mit den zwei Leuten auf einmal töten. Ich weiß, dass es diese Mechanik hier gibt. Was zur Hölle? Sie baden die hier unten, oder was? Was machst du? Wo bist du überhaupt? Irgendwo hier in die Richtung. Die baden da unten. Ah ne, da ist einer, okay. Sind auch so ein bisschen getarnt hier, die Gegner. Soll ich da runterspringen? Ich schau mal, wie der sich dreht. Nee, lieber nicht. Lieber nicht, Junge. Lieber nicht. Ah, der dreht sich blöd. Das ist... Der guckt mich jetzt genau an und das ist... Das ist Kacke. So, da müssen wir einmal... Ah, der hampelt. Wenn der rumhampelt, dann kann man... Oh, Lecksprung. Dann kann man runterspringen und, die dann killen, weil wenn die rumhampeln, das heißt, man hat so 3-4 Sekunden, hat man da Zeit. So, Freunde. Und, ja. Wie gesagt, jetzt bin ich schon hier hinten. Obwohl ich eigentlich noch ein paar Gegner killen will. Oh, hier ist irgendwas in der Ecke, schaut mal. Ah, es ist eine Granate, Freunde. Schaut mal, das ist eine Granate. Wie der Name schon sagt. Granate, wenn man die auf den Gegner schmeißt, nimmt der Schaden. Und das nicht so knapp. Ja, aber dafür muss die erstmal treffen. Die Granate. Und das ist schon schwierig genug. Oh! Cutscene, okay. Futaba. Sorry, old man. Boss's orders.
Kuroya. Kuroya? Is that who did this? Futaba! Elder! You! You did this! You killed everyone! You don't look dead. Well, what are you gonna do about it? Look, I doubt you're gonna believe anything I say. So let's just get this over with. Oh, direkt Bosskampf. Ach du Scheiße. Ah, Mann, diese Ruckler hier, die nerven mich gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht. Uiuiui. Mach mal so. Genau. Und zack. Und da einfach hier drauf. Drauf da. So. Und Items will ich jetzt gleich mal schmeißen. So. Und schmeiß mal die Items. Weil Bosskämpfe mache ich gerne mit Items in Tenchu. Und ja. Ich nehme mal die Rauchbombe jetzt einfach mal. So, da ist sie. Oh, scheiße. Und da ist sie. So. Und, so. Zack, zack, zack. Und, ja, weg hier. Weg hier, weg hier. Um Gottes Willen. Ey. Ja, die Gegner hier, die sind... So, ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. So. Ja, dann... Ja, genau. Die fallen hin. Warum ist sie hingefallen? Okay. Wo ist sie denn? Ach, da ist sie doch. Ah, shit. Ja, ich muss ein bisschen hier mit klarkommen wieder. So, dann zack, 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 zack. So, dann greif an. Was machst du? Alter! Okay. so. Ah, das war's schon. Okay. Krass. Does the name Kuroya mean anything to you? Never heard of it. Not that I tell you anyway. Finish me off! Got no reason to. To be honest, I'm a little busy at the moment. Maybe next time, kid. You dare dishonor me like this? Oh, das war schon mit dem ersten Level. Krass. Scheiß. 91. Rookie Ninja. Naja, gut. Das war... Das war jetzt das erste Mal wirklich, dass ich das Spiel aufgenommen habe, Freunde. Wie gesagt, seht's mir nach. Ich habe, ja... 10 Stealth Kills eigentlich gemacht. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe halt nicht alle gekillt, ne? Das ist das. Ich habe nicht alle gekillt, nein. Ich bin direkt anscheinend zu dem Ziel hingelaufen, wo da noch ein paar Bereiche waren, aber... Ja, Freunde. Wie gesagt, seht's mir nach. Nächstes Mal wird's schon ein bisschen besser und danach wird's wieder besser. Und ja, wenn wir auch die ganzen Items haben, ich hatte auch gar keine Items gehabt. Wir kriegen da seht ihr das Blasrohr. Genau, das rechte, das ist das Blasrohr, das heißt, das vergiftet die Gegner. Die anderen beiden kenne ich nicht, die gucke ich mir auch beim nächsten Mal an. Ja. Was ist das jetzt hier? Ah, da sind diese Rohre. Was bringt denn das? Acquires 12, next Wall Run. Was ist das? Own Specials. Okay. Wie gesagt, erklärt mir das bitte, was ich hier sehe. Ich habe gerade keine Ahnung, was das ist. Ich habe auf jeden Fall ein paar Rollen eingesammelt, so. Wall run. Ah. With this technique, ninjas can jump toward a wall, then continue to run up the wall. It requires great leg, stomach, and even back muscles to keep balance and perfect this technique. Aha. Krass, wir können Wände hochlaufen. Was ist das denn? Wie krass. When jumping toward a wall, keep the jump button hold down to run up the wall. Release the jump button to perform the wall jump. Aha, wir können Wände hochlaufen. Krass.
Das werde ich beim nächsten Mal definitiv mal ausprobieren, Freunde. Richtig viele Specials, die wir jetzt hier haben. Also es muss ja auch irgendwie, klar, ne, vierte Teil, es muss auch irgendwie eine Veränderung schon geben zum dritten. Aber das ist kompliziert, meine Güte. Defeat. Oh. Sudden and painful farewells. The road ahead leads only to revenge. Rin steals her will. Next on Tenchu Fatal Shadows. Departures. Evil will perish in a flash of crimson. Friends, homes, and fields destroyed. A hole in her heart. Naught is left but a charred shell. The flames burn her eyes. Ah, das ist wieder. At the sky. Looking skyward, soot touches her face. A reminder of her loss. The skies slowly drift into a deep black as the flames die. The girl can only stand quietly and watch the darkening sky. Her face streaked by tears, she swears an oath of vengeance. But first, she must bid farewell to her loved ones. For now, she can only weep for them. Ah, okay. Krass, das ist so aufgebaut wie so ein kleiner Film hier. Hä? Das ist ja richtig cool gemacht. Also wie so eine kleine Serie. Richtig cool, ja. Jetzt kommt auf jeden Fall Kapitel 2. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht gesehen. Allerdings, Freunde, werde ich hier auch erstmal Schluss machen für heute. Es ist jetzt schon 11 Uhr. Ich wollte unbedingt heute noch den ersten Part aufnehmen. Und ja, das ist mir geglückt. Die Statistik war am Ende nicht so gut, aber wie gesagt, Schritt für Schritt muss ich mich jetzt hier in das Spiel einfuchsen. Und ja, ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat, Freunde. Das neue Spiel, Tenchu Fatal Shadows. Und ich freue mich doch schon sehr auf den nächsten Part, auf das zweite Level mit Ayame. Und ja, dann lasst mal ein Like oder Kommentar da, wenn es euch gefallen hat, oder ein Abo auch sehr gerne. Und ja, dann würde ich sagen, schneide ich das jetzt zusammen und wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.